Hallo, ihr Portable Gamer da draußen und willkommen zu unserem Einblick in den natürlichen Lebensraum eines durchschnittlichen Sim. Dieses Exemplar hier sitzt gerade auf seiner Couch oder auf seinem Sessel und schaut fern. Passenderweise eine Kochsendung, um sich weiterzubilden. Schließlich will man ja nicht den Herd anbrennen. Denn auch im 3DS-Ableger von The Sims 3 von Electronic Arts dreht sich alles um das Leben dieser kleinen Pixelfiguren. Das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas langweilig klingen, so wie sich jetzt hier unser Sim über das Fernsehprogramm langweilt. Wir können es ihm vollkommen nachempfinden. Aber nicht umsonst hat sich die Sims-Reihe mittlerweile ja über millionenfach verkauft und zählt zu den größten Videospiel-Franchises überhaupt. Bleibt nur die Frage, ob die 3DS-Variante dem großen Namen gerecht werden kann. Und da gibt's nur eine Antwort drauf, schauen wir rein, wir gehen jetzt zocken. Am Anfang steht natürlich die Erstellung eures Sims. So könnt ihr Name, Geschlecht, Hautfarbe, Gesichtszüge, Kleidung und alles mögliche einstellen, allerdings nichts ganz so ausgefeilt wie in Konkurrenzversionen bzw. auf den anderen Plattformen, denn wie ihr gerade vielleicht auf dem Touchscreen gesehen habt, es gibt für die allgemeine Körperform genau zwei Einstellungen. Dick und, naja, nicht dick. Es ist mit Verlaub ein klein wenig mager. Umso mehr Einstellungen hat man dafür, wie man hier sieht, bei den Gesichtszügen, denn da kann man nach Lust und Laune die Augenbrauen verschieben, den Mund anpassen, die Ohren versetzen und so weiter und so fort. Und wer selbst dafür zu ungeschickt ist, der kann auch auf Basis eines Fotos von sich selbst seinen Sim nachbauen lassen, auch wenn die Fotoerkennung ein klein wenig zu wünschen übrig lässt. Ebenfalls zu wünschen übrig lässt der Kleidungskatalog, zumindest zu Anfang, denn der ist stark begrenzt. Diese Kleidungsstücke müssen nämlich erst im Spielverlauf freigeschaltet werden, bevor ihr sie nutzen könnt. Naja. Dafür könnt ihr euren Sim dann auch noch mit einer Persönlichkeit ausstatten, beziehungsweise mit bis zu drei verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften. Wir nehmen hier zum Beispiel, gucken wir mal durch, was haben wir hier? Wie wäre es mit einem freundlichen, koketten Sim ohne Sinn für Humor? Ja, wenn wir das jetzt festgelegt haben, können wir jetzt noch auf Basis dieser Persönlichkeitseigenschaften ein Lebensziel festlegen und danach geht's auch los. Jetzt wird sich mancher vielleicht fragen, ob es wirklich nur bei der Erstellung eines Sims bleibt. Denn die Sims 3 auf dem 3DS bietet leider nur einen Spielstand und tatsächlich, da könnt ihr auch nur einen Haupt-Sim kreieren, den ihr dann über das ganze Spiel steuert, beziehungsweise solange er eben lebt. Wollt ihr eine Familie gründen, müsst ihr euch zum Beispiel in einer der beiden Stadtgebiete einen Partner anlachen. Hier könnt ihr aber auch noch andere Aktivitäten unternehmen, wie ihr zum Beispiel seht. Versuchen wir gerade an dem Spielautomaten zu zocken, aber der Clown versperrt uns den Weg! Ah! Geh weg da! Na gut, dann vergnügen wir uns doch lieber mit einem guten Buch. Das gesamte Spielgeschehen wird dabei über den Touchscreen gesteuert. Dieser zeigt aus der Vogelperspektive das aktuelle Geschehen und eure Stimmung, euer Geld, eure Karma-Punkte, die Uhrzeit und so weiter und so fort. So können wir jetzt zum Beispiel mal nachschauen, was unser Sim gerade für Wünsche hat. War keine, auch nicht schlecht. Stattdessen, er fühlt sich gerade ein bisschen unwohl. Das liegt daran, dass er ein Einzelgänger von der Persönlichkeit her ist und hier gerade zu viele Leute für ihn sind. Anhand dieser kleinen Icons da unten können wir nämlich erkennen, was für Bedürfnisse unser Sim gerade hat. Die klassischen Bedürfnisbalken aus den anderen Versionen des Spiels gibt es nämlich nicht. Stattdessen werden hier anhand kleiner Icons angezeigt, ob unser Sim gerade Hunger hat, ob er müde ist oder ob er mal ganz schnell aufs Klo muss. Doch was hat man nun eigentlich davon, wenn man dem Sim seine Wünsche erfüllt? Nun, in diesem Fall hagelt es Karma-Punkte. Diese Karma-Punkte können ausgegeben werden, um, naja, kleine Wunder zu wirken. Diese können allerdings auch mächtig nach hinten losgehen, wenn man es ein klein wenig übertreibt. Wenn ihr also zum Beispiel bei der Erdbebenfähigkeit einfach so wild drauf losschüttelt und sämtliche Karma-Punkte daran investiert, dann habt ihr anfangs einen kleinen Geldregen, später allerdings einen Großbrand zu erwarten. Und so schön das Geld auch ist, damit könnt ihr unmöglich das reparieren, was durch den Großbrand hinterher zerstört wurde. In unserem Fall werden wir jetzt allerdings mal unseren Sim ein Turbo verpassen. Zack! Jetzt ist er ein bisschen schnell unterwegs und diese neue Fähigkeit wird er gleich wunderbar einsetzen, um schlafen zu gehen. Ganz wie sein Herrchen, ha? Und während wir hier jetzt noch die Wohnung mit einer kleinen Stereoanlage aufwerten, beenden wir unseren kurzen Einblick in die Welt von The Sims 3. Generell macht das Spiel eigentlich so vom Grundkonzept her nicht wirklich viel falsch, denn das Sims-Prinzip geht immer noch gnadenlos auf und man kann sich wirklich in dem Spiel verlieren. Das einzige Problem hierbei ist nur, dass die 3DS-Version im Speziellen etwas umfangsarm ist. Im Vergleich zu den anderen Versionen hat man einfach nicht so viel zum Ausprobieren und Rumbasteln. Außerdem kämpft das Handheld Sims mit kleinen technischen Macken, so sieht es nicht wirklich großartig aus, ruckeln tut es manchmal,
Aber hey, immerhin sieht der 3D-Effekt selber ganz ordentlich aus. Alles Weitere zum Spiel lest ihr dann in unserem Testbericht auf planet3ds.de. Obwohl, eins hätten wir noch. Wir präsentieren voller Stolz den Sim, der beim Gang auf dem Klo ständig im Kreis herumlatschte. Ein kleiner KI-Fehler zum Mitlachen. Macht's gut!